Der Zoo Hannover feiert seinen 150. Geburtstag und dazu hat er sich etwas ganz Besonderes aufs Programm geschrieben. Der Zoo führt ein Musical auf. Es erwarten Sie der Bär Balu und der Panther Bagheera und damit ist schon klar, um was es geht. Das Dschungelbuch steht auf der Bühne. Lisa Grünreich hat einen ersten Blick auf das tierische Vergnügen geworfen. Tiere im Zoo sind nichts Ungewöhnliches, aber Tiere, die im Zoo vor Publikum singen und tanzen, schon. Anlässlich des Jubiläumsjahres werden Balu der Bär, Bagheera der Panther und der kleine Mowgli vom indischen Dschungel nach Hannover auf die Bühne geholt. Kinder und Erwachsene werden mitgenommen in die Geschichte des Dschungelbuchs. Trotz oder gerade wegen des Wetters ist der Zoo perfekt für die Inszenierung des Musicals. Ich glaube, wenn man sich jetzt hier gerade umschaut und die Atmosphäre sieht, dann kann man sich den Dschungel auch gerade nach so einem kleinen Monsunschauer richtig gut vorstellen. Und überall, wo man hinblickt, ist es grün. Ist es bewachsen? Ich glaube, das ist die perfekte Kulisse dafür. Für die Veranstaltung wurde die Freiluftbühne extra umgebaut. Für ein reales Bühnenbild sorgen nun echte Baumstämme, Palmen und Bambus. Für die Vorführung von Moglis Geschichte musste aber einiges mehr beachtet werden. Das ist eine Naturbühne, das ist schon was anderes als im Theater. Die Lichteffekte kann man nicht so einsetzen. Man muss die schauen, wie können die Schauspieler auf die Bühne gehen, wie können sie runterkommen. Wir haben nebenbei hier auch noch unseren Tierbetrieb am Tage. Auch dort mussten sich unsere Tiere in der Showarena erstmal auf die neue Deko gewöhnen. Aber am Ende des Tages hat das mit vielen, vielen begeisterten Mitarbeitern ganz toll geklappt, hier das zu realisieren. Seit der Disney-Verfilmung 1967 ist das Dschungelbuch wohl jedem bekannt. Es ist einer der erfolgreichsten Kinofilme in Deutschland. So ist es nicht verwunderlich, dass nicht nur die Kinder Moglis Abenteuer gespannt verfolgen, sondern auch die Eltern. Das Besondere an der Aufführung sind neben den Show-Effekten der Mitmachcharakter. Kinder und Eltern werden in die Geschichte mit eingebunden. Sie werden zum gemeinsamen Singen motiviert oder weisen Mogli und seinen Freunden den Weg durch den Dschungel. Die Umsetzung des Buches in einem Musical ist gelungen. Also ich bin total überrascht, was alles so auf dieser kleinen Bühne passieren kann. Und man merkt halt auch, also allein Gesang, ne, ist der Hammer. Also es sind total talentierte Leute und also er ist komplett drin. Ne? Also das ist so, merkt man auch hier, alle machen mit, jeder schreit mit, das ist super. Also grandios. Das ist ganz toll gemacht hier im Hannover Zoo, muss man sagen. Die Kulisse ist ganz wunderschön und obwohl es hier regnet und wir wirklich fast ganz nass geworden sind, sind wir ganz toll hier aufgenommen worden. Es macht richtig Spaß. Den Kindern und Eltern jedenfalls gefällt das Spektakel. Was die Zootiere aber über singende und tanzende Bären, Wölfe und Affen auf der Bühne denken, werden wir leider nicht erfahren.